Boah, Leute, schon wieder viel zu spät dran für die Arbeit, aber ich denke mal, heute wird das gar kein Problem sein, denn mein Chef ist im Urlaub, das kann er sowieso nicht sehen. So, guten Morgen. Hä? Wo sind denn die ganzen Leute hier hin? Sag mal, eben gerade ist hier doch noch Susi gewesen. Ich könnte schwören, die arbeitet einmal von 9 bis 18 Uhr, aber anscheinend heute nicht. Naja, egal, wenn die nicht da sind. Na gut, ich gehe erstmal hier hoch und das ist auch neu. Ey, da ist man einmal im Urlaub, will zurück und dann kommt man direkt zu spät, Leute. Was kann ich denn dafür? Und vor allem, wo sind die ganzen Leute? Das frage ich mich auch, Leute. Ich hoffe mal, dass die hier nicht irgendwie verschollen sind oder so. Aber ist ja auch egal, wir gucken mal. Ich freue mich nämlich auch auf meine Arbeitskollegen. Leute? Hä? Wieso ist hier keiner? Ich bin noch ein bisschen heiser von der Gamescom, Leute. Man hört es wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Lasst mal auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr auf der Gamescom wart. Und hier gehen wir jetzt mal raus an die frische Luft. Wenn ich nur wüsste, wie die Tür aufgeht. Die scheint versperrt zu sein. Dann machen wir das mal ganz kurz. So. Boah, ist das jetzt schon da? Guck mal, da ist auch Rauch oben. Das heißt, irgendwie arbeiten hier welche. Aber ich sehe niemanden. Oh mein Gott, Gary. Okay, Gary ist auf jeden Fall am Start, was geht. Afro, alles klar? Jo, wieso bist du denn zur Arbeit gekommen? Ich dachte, du bleibst zu Hause. Nee, ich hatte jetzt gerade 2 Wochen Urlaub, aber wieso ist hier keiner? Wieso bist nur du hier? Hast du es noch nicht gehört? Das machen heute alle frei. Hä? Es ist heute der erste Arbeitstag, ich komme wieder. Wieso sind die nicht alle am Start, sag mal? Na gut, aber ja, wieso machen die alle frei? Angeblich soll ein riesiger mutierter Enderman hier rumlaufen. Ein mutierter Enderman? Okay, und was will der von uns? Der läuft rum und zerstört die ganze Stadt, aber ich habe eine Idee, wie wir den aufhalten könnten. Okay, ich meine Minecraft, ich bin Minecraft-Profi, Leute, deswegen, ja, dann erzähl mal, locker mit Diamantenschwert craften noch nicht. Diamantspitzhacke habe ich ja schon. Ganz weit ist leider nicht, du musst dir den Anzug von George Jenkins Bauernhof holen. Ich muss mir einen Anzug von George Jenkins Bauernhof holen? Okay, und wo ist dieser Bauernhof? Okay, alles klar, dann weiß ich, vielen Dank. Und dieser mutierte Enderman, glaubst du wirklich daran? Was ist das denn da? Oh mein Gott, das ist ja wirklich mutierter Enderman und der macht ja auch die ganze Firma schon kaputt. Alter, was hat der für ein Loch eingesprengt? Wow, was macht der, sag mal? Okay, ich hau mal ganz schnell ab. Warte mal, mein Auto war doch da unten. Na gut, dann muss ich wohl schwimmen, Leute, anders geht's nicht. Oh, Leute, die Sonne scheint, ich bin endlich bei der Range angekommen und hier soll irgendwo dieser Anzug sein, womit ich angeblich den Mutant Enderman zerstören kann. Ist der hier vorne in der Scheune? Oh, hier ist aber Mr. Go. Oh mein Gott. Mr. Cockles! Okay, okay, okay. Mr. Cockles, was geht? Mr. Cockles, wo bist du? Oh, was ist das? Okay, warte mal, hier war irgendwas im Heu. Wow! Was ist das denn? Okay, okay, warte mal, das ist der Midas Golden Touch. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo, ne? Das habe ich anscheinend eben bekommen, als ich da über diesen Stroh gelaufen bin. Okay, aber wo ist jetzt dieser Anzug, von dem geredet wurde? Und was sind die überhaupt für krasse Autos mitten auf der Ranch drauf? Pfiffi! Hallo! Okay. Pfiffi, nein! Okay, Pfiffi ist jetzt das Gold, aber der Anzug ist locker oben, oder? Mal Lichter machen hier. Okay, geht auch nicht. Aber nicht schlimm. Ist jeder Anzug irgendwo in einem von diesen Räumen? Hä? Auch nicht? Warte mal. Aber hier kann ich erstmal. Oh, Leute, guck mal ganz schnell weg. Okay, spülen. Alles klar. So. Und Hände gewaschen. Auch ganz wichtig. Okay, wir gehen wieder raus. Wo ist jetzt der Anzug? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der hier draußen ist. Oder oben auf dem Dach. Oh, das ist auch ein krasser Call, ja. Oh. Kann ich damit fahren? Nö. Geht nicht. Okay, aber hier ist ein Pool. Glaubt ihr, ich kann vom Dach in den Pool springen? Da sind sogar so Enten drauf. Back, back, back. Okay, aber der Anzug irgendwo hier zwischen den... Da, hä? Warte mal, das könnte ja der sein, oder? Ich glaube, das ist der, ja. Das muss der sein. Guck mal. Das sieht schon aus wie so ein Superheldenanzug. Oh mein Gott, ich bin drin. Wow. Okay. Oh mein Gott. Okay, okay. Und jetzt? Wow, ich kann damit sogar so hoch springen. Was kann der noch? Was kann der noch? Guck mal, das ist wie so ein... Warte mal, ist das nicht wie so ein Ironman-Anzug? Guck mal, hier, ich kann sogar hier rechts... Oh mein Gott, ich kann ja einfach so Kakteen wegboxen. Bam! Okay, er kann auch... Er kann schnell laufen, okay. Und er kann vor allem auch hochspringen. Alter, wenn das mal nicht so ein krasser Anzug ist, um gegen den Enderman zu kämpfen. Da ist er, Leute. Er kommt einfach und schießt hier die ganze Ranch kaputt. Ich muss hier schnell in meinen Anzug rein, Leute. Der Enderman kommt. Da drüben ist er einfach. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wir müssen ihn irgendwie zerstören. Aber die Frage ist nur, wie? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass der hier meine ganze Welt abstürzen lässt, sag mal. So, wo bist du, du Enderman? Ich meine, der schießt da vorne ja ganz schön viel rum, ne? Ich meine, gesehen hat er mich noch nicht. Das heißt, er kann eigentlich noch gar nichts machen hier. Oh mein Gott.
Hier sieht es eventuell ganz leicht aus, ne? Ja, er läuft da lang. Er hat jetzt gerade einfach den goldenen LKW komplett kaputt gemacht. Und er macht da einfach gerade die ganzen Bäume kaputt. Was ist los mit dem? Guck mal, wie der abgeht. Oh Gott, okay, okay, okay. Kommt er hier direkt in meine Richtung? Ich würde sagen, ich greife ihn einfach mal an, du blöder Enderman. Oh mein Gott, und Angriff. Wow. Auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine. Oh mein Gott. Ah, ich kämpfe gegen ihn. Ich hau die Beine kaputt und er will mich treten, habe ich das Gefühl. Hau ab. Guck mal, hier, guckt, die Scheune brennt. Oh Gott, der macht ja hier wirklich alles kaputt. Ich muss hier weiter kämpfen. Ich muss auf seine Hände schlagen, ne? Der hat einfach irgendwie auf 4 verschiedene Hände, ne? Guck, wie krass der aussieht. Bam! Okay, ich habe das Gefühl, ich mache ihm nicht mal so richtig Schaden. Der will mich einfach kaputt treten. Aber immerhin bin ich jetzt ziemlich safe in diesem Anzug. Das heißt, der kann mich hier auf jeden Fall nicht kaputt machen. Das hält der Anzug schon mal aus. Jetzt ist die Frage, ob der Anzug irgendwie auch schießen kann. Oh mein Gott, er schießt selbst hier oben überall hin, Leute. Und guck mal, selbst diese ganze Welt hier, die Sachen ziehen sich alle zu ihm hin, weil der Enderman, der kann sich ja immer irgendwo hin teleportieren. Und das kann er halt auch mit allen anderen unterschiedlichen Gegenständen machen. Deswegen müssen wir hier weiter draufhauen und boom, nochmal, nochmal, nochmal. Komm schon, okay, ich steig aus, ich steig aus. Ich muss mir was anderes außer einfallen lassen. Er macht hier auf jeden Fall die Sachen kaputt. Vielleicht was mit diesem goldenen Ding, mit diesem Midas Touch. Warte, ich probiere, ich probiere. Oh, wow, oh, ich bin wieder bei Sinn, Leute. Was ist hier gerade passiert? Da ist er, aber ich habe immer noch diese goldene Kanone. Das heißt, bam, wow, was? Sein Kopf wurde einfach in 2 Hälften geteilt, wie krass. Warte mal, das heißt nochmal. Wow, guck dir das mal an, Leute, sein Kopf wird in 2 Hälften geteilt. Das heißt, wenn ich hier auf seinen Arm schieße, dann kann ich... Oh, okay, dann fällt einfach sein Arm auseinander. Hä? Leute, wusstet ihr das? Das heißt, man kann sozusagen mit Gold den Ender-Mutanten-Man aufhalten. Hä, wie krass ist das bitte? Guck mal hier. Wie krass das aussieht. Das sieht voll angenehm aus. Okay, also ich weiß ja, dass man mit Goldäpfeln bei Minecraft ganz normal richtig viel Leben bekommt. Oder also 2 extra Herzen und noch ein paar andere Sachen. Aber, dass wir damit den Enderman aufhalten können. Wie viel Glück hatte ich, dass diese goldene Midas Touch, also diese goldene Hand, diese goldene Handschuh, dass der einfach hier in der Scheune lag. Das heißt, nur das Hähnchen hat gekräht, damit ich da hingehe, damit ich dann den Handschuh finde? Anscheinend, sag mal. Okay, ja gut, dann machen wir hier einmal ganz kurz alles zu Gold, dass auch ja von dem Enderman nichts mehr über ist. So, hier drüben auch nochmal der Handschuh, hier der Rest von der Hand, ja. Hier drüben die Finger, so, kein Problem. Und alles weg, ne? Selbst der Kopf, Leute, vom Enderman wurde zerstört. Guck mal, wir haben ihn einfach komplett aufgehalten. Und das bedeutet wiederum für die anderen Leute, dass sie morgen wieder zur Arbeit gehen können. Und ihr wieder zur Schule. Aber wenn ihr keinen Bock auf Schule habt, Leute, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und auch ein Abo auf dem Kanal, denn ich mache jeden Tag Videos nur für euch. Deswegen checkt die gerne an, die anderen gerne mal ab. Wie krass wäre es jetzt eigentlich, wenn ich sowieso schon hier bin, einfach mal diesen Ferrari, den wir hier vorne sehen, Gold zu färben. Guck mal, ich mache einfach mal den hier. Oh mein Gott. Digga, guck dir den an. Aber er fährt nicht. Ah, okay, okay. Das ist der Nachteil daran. Das heißt, wenn man es einmal vergoldet hat, dann kann man es sozusagen nicht mehr benutzen. Das heißt, wenn ich meinen Anzug vergolde, dann... Ja. Dann ist er kaputt. Was soll ich anders sagen? Die Villager in Minecraft realistisch sind komplett böse geworden. Können wir es schaffen, alle aufzuhalten? Oh, guten Morgen, Leute. Was geht? Oh, neuer Tag am Block. Und Johnny, da bist du ja schon direkt. Ich habe mich nämlich mit meinem Kollegen verabredet und möchte heute einfach mal mit diesem coolen Motorrad rumfahren. Das hat er sich nämlich neu gekauft. Na, Johnny, was geht? Wie teuer war das nochmal? Das hat über 20.000 Euro gekostet. Ganz schön teuer. Aber du kannst von mir aus mal eine Probefahrt machen. Eine Probefahrt? Boah, guckt euch mal an, wie das aussieht, Alter. Okay, muss ich irgendwas beachten? Eigentlich nicht. Du darfst es aber nur fahren, wenn die Leute jetzt sofort ein Like und auch ein Abo da lassen. Ey Leute, ihr wollt auch mal sehen, wie so ein Motorrad ein Tier aussieht. Deswegen lasst ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal. Da lohnt sich. Okay, wir gehen rein. Ich starte jetzt hier. Yo, Johnny, ich komme gleich wieder. Boah, das macht ja mega Spaß. Guck mal, wie cool man damit rumfahren kann. Oh Gott, ein bisschen bremsen hier. Verdammt. Ist da jetzt irgendwas kaputt gegangen? Hier vorne oder so? Ich guck nochmal hier ein bisschen so. Oh Gott, ich kann das nicht. Oh Gott, sag mal. Ja, ich sollte Motorradfahren vielleicht nochmal üben. Ich guck nochmal. Ist da jetzt irgendwas kaputt? Ich glaube aber eigentlich nicht. Nee, ne? Guck mal hier, das ist so ein Rennmotorrad. Aber verdammt, das Auto ist Schrott. Vielleicht kann ich dem irgendwie eine Botschaft hinterlassen. Warte mal, ich schreibe mal hier. Sorry. So, ich hoffe mal, dass er das versteht. So. Sorry, und dann noch so ein Smiley, der traurig guckt. Okay, und dann mache ich hier noch so ein Pfeil hin, dass ich... Oh Gott,
jetzt mal ich sogar das Auto noch an. Nee, warte mal, so kann ich das nicht hier lassen. Ich muss, glaube ich, das Auto ein bisschen kaputt machen, würde ich fast sagen, dass davon nicht mehr ganz so viel über ist. Hier ein bisschen außen nochmal, so, hier das Blaue, alles abmachen. Denn ich möchte nämlich nicht, dass jemand erkennen kann, Alter, wie das Auto hier auseinanderfällt, ne, dass ich hier das Auto kaputt gemacht habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, können wir das Auto eventuell wegziehen. Das wäre ja nochmal interessant zu wissen. Und zwar nehmen wir uns einfach hier mal das Kabel, machen das jetzt mal hier schön am Motorrad fest. So, müsste reichen. Und jetzt ziehen! Boah, wie schwer ist das Auto? Okay, das bringt original gar nichts. Gut, ja, wie soll ich das jemandem erklären? Da muss ich mich auf jeden Fall später drum kümmern. Dann machen wir mal hier kurz die Kabel wieder alle auseinander. So, mit ein paar Kabel dran. Aber was liegt denn da? Was ist denn hier los? Hier liegt ein Haufen Huggy-Wuggies. Guck mal. Hallo, Huggy. Kann man den anzünden? Brennt das dann? Oh Gott, das brennt echt. Guck mal da, jetzt hängt hier auch noch Feuer. Der riesige Huggy-Wuggy-Haufen, der brennt immer. Das sieht auch so aus, als würden die alle noch... Guck mal, der zittert doch noch. Als würden die noch ein bisschen leben. Huggy, komm du mal auch mal hier auf den Feuerhaufen drauf hier. Huggy-Wuggy ist doch out hier. Der muss jetzt hier, zack, alles auf den Feuerhaufen. Die ganzen Huggy-Wuggy-Figuren. Wer von euch hat sowas zu Hause, Leute? Wenn ja, dann lasst uns mal ein Like da. Oder wenn vielleicht eure Geschwister sowas haben oder sowas. So, hier die Kuscheltiere. Und auch nochmal den hier auch nochmal drauf. Oh Gott, die ganzen Huggies am Abbrennen hier. Sag mal, ich frage mich immer noch, wer hat die da hingepackt? Ich meine, irgendjemand muss die ja da hingetan haben. Wir können mal kurz rumgucken. Vielleicht steht ja hier irgendwo einer. Hallo? Vielleicht hier im Klettergerüst? Vielleicht hier auf der Tischtennisplatte? Aber ich glaube nicht. Ne? Ich sehe hier auf jeden Fall keinen. Aber ich sehe auch gerade, dass das ordentlich Feuer macht. Nicht, dass hier noch irgendwie der Boden Feuer fängt. Ne? Aber nee, alles gut. Ich glaube, hier brennen gerade nur die Huggies ab von der Rauchentwicklung her. Ja, brennt auch nicht der Baum. Ich habe also alles in Ordnung. Das Feuer ist abgebrannt. Also ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier auch niemanden. Oh Gott, jetzt mache ich hier auch schon den Baum kaputt. Ich sollte lieber vom Motorrad runter. Nanu? Was wackelt denn da die Tür so? Seht ihr das auch? Da wackelt doch irgendwas an der Tür. Was ist denn hier los? Das ist ein Schwein? Ein Minecraft-Schwein? Und wer ist das denn hier? Das sind doch irgendwelche Charaktere von Five Nights at Freddy's. Aber was ist mit denen passiert? Hallo, Leute? Das ist doch Chica hier. Chica, was geht? Aber anscheinend ist Chica bewusstlos oder sowas. Der geht's gar nicht mehr gut. Ey, du Minecraft-Schwein, was geht? Weißt du, was hier passiert ist? Davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich verwandelt wurde zu einem Schwein. Wie, du hast keine Ahnung? Du weißt hier gar nicht, was passiert ist oder was? Sag doch mal hier. Ich erkenne doch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ey. Irgendwas ist doch hier los. Ja, also irgendwie hast du schon recht. Die Villager waren's. Die Minecraft-Villager. Wie, die Minecraft-Villager? Die, mit denen man so Smaragde traden kann bei Minecraft? Wie, sowas sollen die gemacht haben? Die sind ganz böse geworden und haben mich zu einem Schwein gemacht. Ey, ich hasse das. Aua. Okay, und wo finde ich diese Minecraft-Villager? Ich meine, die können das doch bestimmt wieder rückgängig machen. Ich frage mich auch gerade, was ist in dieser Box drinne? Guck mal, da ist doch irgendwas... Oh Gott, warte mal, jetzt kippe ich hier das schon um. Da ist doch irgendwas drinne. Willst du auch direkt wissen, was das ist? Warte mal, zieh mal hier beiseite. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, warte mal, ich helfe mit, ich helfe... Oh mein Gott, kann die bitte mal die Box in Ruhe lassen hier? Boah, gute Frage. Was ist das hier? Guck mal, jetzt habe ich hier so einen Rand, wenn ich das angucke. Passiert jetzt hier irgendwas, wenn ich das Auto anschaue? Das Auto fährt los. Okay, was war da noch drin in der Box? Hier so ein Arm. Damit kann ich Sachen greifen. Guck mal, hier die Box. Erstmal gucken. Nee, sonst nichts mehr drin. Okay. Okay, du Minecraft-Schwein. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich jetzt die Villager finden kann? Nee, davon habe ich keinen Plan. Okay, ich meine, wenn du es nicht weißt, ist es auch nicht weiter schlimm. Warte mal, wir könnten jetzt mit dem Arm das Auto, was wir eben aus Versehen kaputt gemacht haben, verschwinden lassen, ne? Machen wir aber den jetzt, zack! Und wo ist es? Da hinten fliegt es irgendwo hin. Ich glaube, da hinten ist es gerade in irgendein Haus eingeflogen. Alles gut. So, du Minecraft-Schwein, ich würde sagen, komm doch am besten mal mit mir mit und zeig mir mal, wo die Villager sind. Was ist mit dem Auto los? Ey, der ist ja... Hey, hier bin ich! Geisterfahrer, Alter! Was soll das werden? Oh Gott, Leute, okay, komm. Die Villager, die müssen wir doch locker irgendwo finden. Spring rein hier, du Minecraft-Schwein! Spring rein! Oder sag mir bitte, wo die Villager einfach sind. Im Wüstendorf, los, du musst sie finden. Im Wüstendorf? Oh Gott! Pass auf da, das Auto, du Minecraft-Schwein! Pass bloß auf da. Spring rein hier, spring rein hier, spring rein hier. Komm, ja, ist gut, ist gut. Spring rein, los! Oh Gott, das Minecraft-Auto! Oh Gott, das Auto! Das will mich hier wirklich komplett wegcrashen. Du Minecraft-Schwein! Wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Nicht, dass das andere Auto jetzt hier auch noch ankommt. Okay, komm, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal. Das andere Auto will da gerade das Schwein überfahren. Oh mein Gott, das Schwein lenkt es anscheinend ab. Okay, ich würde sagen, komm, wir fahren jetzt los in die Wüste. In der Wüste angekommen. So, Leute, jetzt sagt mal hier, was ist los? Ihr sollt also böse Villager sein, hä? Die sehen ja gar nicht böse aus. Ihr habt also irgendwas getan. So, wir können mal mit der Drohne hier ein bisschen rumfliegen und mal gucken. Oh Gott, guck mal, hier werden sogar die Schweine in so einem Zaun gehalten hier. Bam! Nimm das! Das war's mit dir. Und auch du da. Boom! Du fällst zusammen. Okay, wen haben wir noch? Da oben noch einen? Ist das hier auch einer oder ist das nur ein Eingang? Nee, das ist nur ein Portal oder sowas.
Fliegen wir mal hier kurz mit der Drohne rum. So. Und auch du, Kollege. Boom. Kannst dran glauben. Sehr schön. Wo sind noch mehr? Sind hier noch... Da oben drauf. Ich kann es nicht glauben. Da oben mitten auf dem Turm drauf ist einfach auch noch einer. Und den hier, zack, den feuern wir auch ab. So. Und... Boom. Das war's auch mit dem. Sehr gut. Okay, wo ist jetzt hier? So, du bist also der Bürgermeister anscheinend. Alles klar. Dann sag mir mal, wieso seid ihr so böse? Hä? Wieso verwandelt ihr irgendwelche Leute zu... Schweine. Was tust du? Hör sofort auf. Wir sind das nicht. Das sind die Waldvillager. Die Waldvillager? Oh nein, habe ich jetzt zu Unrecht Leuten was angetan hier? Oder wie? Was meinst du mit Waldvillager? Na, die Villager, die im Wald leben, die sind böse. Die brauchen auch irgendwelche komischen Getränke. Da musst du aufpassen. Okay, jetzt habe ich aber deine ganzen Freunde abgefeuert. Dann auf jeden Fall sorry dafür. Wo finde ich denn diese Waldvillager? Das verrate ich dir nicht. Nicht nach dem, was du getan hast. Ach, das verrätst du mir nicht. Ich will dir nur mal kurz zeigen, was passiert, wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, wo diese Waldvillager sind. Und zwar genau das! Dann feuer ich einmal ganz kurz dein ganzes Haus kaputt hier. Das ist mir doch alles egal. Hier der Kaktus. Bam! Alles kaputt gemacht. Wie krass das auch aussieht. Ne? Guck mal hier. Boom, 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 boom. Hier oben auch da hinten der Kaktus. Zack. Den feuern wir auch noch mal ganz kurz kaputt. Ne? Also ich wollte es nur mal sagen, was passiert, wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, wo ich diese Waldvillager finde. Ist ja gut, ist ja gut. Die sind im Wald Richtung Osten. Richtung Osten. Alles klar. Okay, dann vielen Dank. Das müsste dann diese Richtung sein, glaube ich. Ne? Vielen Dank dafür noch mal. Und ja, warte mal, was mache ich jetzt mit dem Problem, dass ich die ganzen anderen geholt habe hier? Warte mal, wie war das nochmal? Keine Zeugen. Keine Zeugen! Boom! Okay, der Villager war korrekt, aber er musste leider auch dran glauben. Dann würde ich sagen, haben wir alle. Dann laufen wir mal Richtung Osten und da, die habe ich ja gar nicht gesehen, sag mal. Oh mein Gott, nicht, dass ich hier nochmal ich übersehe. Dass hier irgendwo noch ein Villager im Dorf versteckt ist oder sowas, ne? Auch schön da die Augen aufhalten, Leute. Okay, Richtung Osten, kein Problem. Ich frage mich auch gerade, sind hier nicht immer so krasse... Kann ich hier nicht rein? Hier sind doch immer so krasse Kisten, oder nicht? Hier unten? Mal kurz gucken. Ja, sieht gut aus. Oh Gott, da ist die Druckplatte vorbeispringen. So, hier sind die Kisten. Ganz schön dunkel. Hier muss man Taschenlampe anmachen. Zack. Aber ist da irgendwas drin? Jo, ein bisschen Lapis, ein bisschen anderer Zeug, ein bisschen anderes Zeug. Kann ich alles nicht gebrauchen. Oh mein Gott, das TNT ist explodiert. Okay, ja, ich gehe raus aus dem Tempel. Kaspar, nicht von der Mission ablenken. So, Richtung Osten. Let's go. Leute, ich bin in meiner Nussschale gleich da. Aber das Boot, das geht hier auch kaputt. Ich habe mich hier nämlich angeschlichen und hat nochmal unterwegs einen Typen getroffen, der meinte, bis zum Fuchs, dann soll man beim Dorf sein, wo diese bösen Villager leben. Also, weißt du irgendwo, wo es lang geht? Wahrscheinlich nicht. Du bist ja nur ein Fuchs, deswegen hast du auch keine Ahnung. So, dann gucken wir mal. Also, hier sollen diese bösen Villager überall leben, ne? Ist hier einer drin? Warte mal, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Hallo? Ist hier einer? Da schläft einer, ich glaub's nicht. Warte mal. Die schnapp ich mir. So, zack. Und das war's mit Villager Nummer 1. Sehr gut. Okay, halt bloß die Augen auf. Die sind nämlich mega gefährlich. Das ist wieder so ein Schwein. Wahrscheinlich haben die hier sogar schon welche verwandelt, ne, wieder. Da ist noch ein Villager da hinten. Okay, komm, wir schleichen uns an, wir schleichen uns an. Hallo, lieber Villager. Hallo, alles gut. Wir könnten theoretisch das hier... Okay, lauf los, du Schwein. Okay, ich dachte gerade, wir könnten ihn festmachen. Aber dann machen wir ihn einfach nur am Boden fest. Guck mal, der muss schön leise sein. Der checkt anscheinend nicht, dass wir hier sind. Und jetzt... Bam! Und boom, und boom, und boom, und boom. Das war's mit ihm. Und der hat ja auch gesagt, die machen hier irgendwelche geheimen Zaubertränke. Also, weiß ich nicht genau. Ich glaube mal, dass die hier irgendwo gruselige Sachen brühen, ne? Oh, was ist denn das? Und boom. Oh Gott. Was passiert? Und boom. Den Villager haben wir gerade komplett mit einem Laserstrahl zerfeuert. Sehr, sehr gut. Da hinten, was geht da noch ab? Da steht auch noch ein Villager. Da läuft auch einer. Oh mein Gott, was? Die schmeißen da Sachen um sich rum. Guck mal, der Villager, der hat sogar nur noch ein Skelett. Die foltern da gerade irgendjemanden. Okay, warte mal. Sofort Hände hoch. Ist hier Villager gerade drin gewesen im Haus? Wir müssen echt genau gucken, dass wir auch jeden treffen. Nicht, dass hier noch irgendwo einer überlebt. Ne, das kommt gar nicht in Frage. Ist hier noch ein Villager? Hallo? Guck mal da. Der quält sich da. Und da hinten läuft auch wieder ein Schwein, was verwandelt worden. Und da ist auch noch ein Villager. Boom. Nächsten. Und wo ist der nächste? Boom. Hier, zack. Nur noch die Skelette. Und hier oben im Haus, da auch noch einer, Alter. Der hatte sogar rote Augen. Habt ihr es gesehen? Das habe ich ja gar nicht erkannt. Oh, da ist das Schwein. Das wollen wir mal nicht holen. Hier sind noch Villager. Da ist noch einer. Alter, was ist mit denen? Und was macht... Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Hier auch noch Bam. Was macht hier das? Der Zombie, der macht einen Handstand mit diesem Schwein. Will der irgendwie das Schwein hops nehmen? Oh Gott, das Schwein wollte ich eigentlich gar nicht abfeuern. Sorry an dieser Stelle. Okay, aber nicht schlimm. Dann hat das jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Von mir aus auch das. Boom. So, sehr schön. Den Villager auch. Hier war doch hinten noch ein Schwein. Da drüben sind Kühe hier. Hallo, was wurde dir angetan? Ich wurde verwandelt in ein Schwein. Ich hasse mein Leben.
Ja, ich hoffe mal, dass ich hier irgendwo einen Zaubertrank finde oder sowas, dass ich wieder zurückverwandeln kann. Also keine Sorge, ich guck mal, ob ich hier was für dich finde. Es sind hier noch mehr Villager, ganz, ganz wichtig. Wir müssen echt in jeder Ecke gucken, weil das sind die bösen Villager, die anscheinend ihr Unwesen treiben und die auch die ganzen Haki... Wusste ich's doch! Hier oben drin versteckt. Na, da dachte er, könnte sich vor mir verstecken. Okay, aber das ist locker noch nicht alles. Die haben doch locker auch noch eine Höhle, wo gerade welche irgendwas haben. Da hinten! Guck mal, der läuft rum, als wäre hier noch gar nichts passiert. Bam! Auch dich feuern wir ab. Okay, jetzt müssen wir nur noch in die Höhle rein. Irgendwo können wir doch bestimmt hier rein. Vielleicht ja. Warte mal, ist das eine Höhle? Da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Okay, jetzt genau gucken. Hier ist doch locker irgendwo Villager. Ich mache mal die Taschenlampe an. Hallo? Oh mein Gott, ein Zombie! Bam! Okay, Zombie ist weg. Ist hier irgendwo ein Villager? Sind hier vielleicht... Boom! Das Zombie auch weg. Guck mal, hier haben wir sogar einfach mal Kohle. Alter. Zack, weggemacht. Sehr gut. Haben wir hier noch mehr? Was ist hier noch? Ein Skelett. Oh, boom. Auch abgefeuert. Hier nochmal der Creeper. Bam, explodiert auch direkt, wenn man den abfeuert. Wie ultra realistisch das einfach aussieht. Sehr, sehr krass. Jetzt haben wir hier vorne noch eine Kiste. Mal gucken, ob wir da noch was Krasses drin finden. Ja. Aufmachen. Da ist wirklich was drin. Komm, mal kurz drauffeuern. Und was ist es? Ich glaube... Nein. Was ist das denn? Das sind, okay, das sind Raketen, glaube ich. Und bam, ja, damit kann man hier auf jeden Fall durch die Wand sprengen. Bedeutet also, wir könnten das ganze Villager-Dorf, was wir hier haben, komplett in die Luft jagen. Warte mal, da habe ich was Einfacheres. Ich könnte doch rein theoretisch Laser nehmen. Oder erstmal mit der Drohne gucken, ob hier irgendwo noch ein Villager über ist. Guckt mal ganz genau hin jetzt, Leute. Oh Gott, aufpassen, nicht, dass hier irgendwo gerade einer am Angeln ist oder sowas. Ne? Das könnte halt auch sein. Oder oben in den Häusern drin könnte auch sein. Mit der Drohne rumfliegen hier in dem Haus. War da nicht gerade einer drin? Nee, okay, das okay. Da habe ich auch schon ordentlich reingeschossen. Dann gucken wir mal hier kurz. So, zack. Hier, oh Gott, die Drohne, die kann hier natürlich durch die Wände fliegen. Alles klar. Hier, was ist mit dem Haus? Bam! Auch hier ist keiner drin. Dann fliege ich mal kurz nach oben in die Luft und gucke mal von hier. Da oben in der Kirche. Oben in der Kirche. Oh mein Gott, ich wusste das noch. Ich wusste, dass ich da was übersehen habe. Guck mal, selbst da hinten sind auch noch so Schweine und sowas, ne? Sonst irgendwo ein Haus? Ne, locker hier oben. Da ist einer! Und der verkauft auch irgendwas. Wahrscheinlich einen Zaubertrank. Okay, sofort zurück. So, den schnappen wir uns. Hier oben. So, ab nach oben. Und, hey, du blöder Villager, was verkaufst du hier? Na, und da ist noch einer. Den müssen wir mal ganz schnell... Boom! Das war's auch mit euch hier, blöden, bösen Villager. Sehr gut. So, und was verkaufst du jetzt hier? Okay, mal gucken. Hallo, was verkaufst du hier für Sachen? Ich verkaufe Zaubertränke. Du kannst was kaufen, wenn du willst. Zaubertränke also. Alles klar, kein Problem. Dann würde ich gerne mal einen Zaubertrank kaufen, der die Schweine wieder zu Menschen macht. Wäre das möglich? Nö, für dich nicht. Wie, du hast es mir doch gerade angeboten. Für mich also nicht? Kein Problem, dann machen wir einmal ganz kurz den hier, ne? Hier, zack, dann brennt das hier bei dir halt einfach einmal ganz kurz ab. Aua, was machst du? Was machst du? Hör sofort auf, aua, das brennt! Tja, das hast du davon, selbst schuld. Oh mein Gott, Leute, wir machen einfach jetzt ein großes Feuer in Minecraft. Okay, warte mal, hier in der Tür ist hier noch irgendwo einer versteckt. Hier schläft doch bestimmt noch irgendwo einer drin. Kann man hier hoch? Hier waren doch nicht nur zwei Villager bei diesem, bei dieser... Und das auch Hähnchen. Okay, Mr. Villager. Warte mal, mit dem müssen wir uns was Lustiges einfallen lassen. Ey, hätte ich jetzt nur das Motorrad von meinem Kollegen, dann könnte ich den einfach was, könnte ich den lustig wegziehen. Hast du mich gerufen, Bro? Oh ja, das habe ich. Danke mit deinem Motorrad. Ich muss nämlich hier diesen Villager und jetzt hier zur Demütigung. Oh, nein, er ist nicht mehr verbunden am Seil. Ich dachte, der wäre jetzt am Seil verbunden. Warte mal, zack, kurz rückwärts ran. Er ist auf jeden Fall schon mal betäubt, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Hier, Seil durchschneiden, zack. Abmachen das Ding, oder ist jetzt durch? Ich denke mal ja, oder? Hier nochmal drauffeuern, so, zack, ist ab, okay. Und jetzt Seil nehmen, zack, hier vorne und am Motorrad festmachen. Und so, und jetzt, du blöder Villager, das war's mit dir. Oh mein Gott, okay, ja, der ist zu schwer, alles klar. Dann machen wir den hier, bam! Und damit haben wir diesen Villager auch besiegt, dein Motorrad, ja, das gehört so. So, zack, ist noch gar nichts los. Guckt euch mal an, wie hier einfach die ganzen Häuser abbrennen. Der Zaubertisch. Jetzt könnte ich hier noch eigentlich einen Zaubertrank machen, warte mal. Ene, Mene, Zauber, Späne. So, was ist denn das? Was ist das? Wow, das ist ein riesen Among Us-Figur, die ich feuern kann. Okay, dann muss ich mir was anderes überlegen, dass ich hier einen krassen Zaubertrank machen kann. Ich denke mal, irgendwie wird das schon funktionieren. Ich meine, du hast dich doch auch mal mit Zaubertränken auseinandergesetzt, oder nicht? Bro, davon habe ich keine Ahnung. Na gut, dann halt nicht. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Irgendwo ist bestimmt ein weißes Zauberbuch, was ich benutzen kann, was ich hier finden kann. Leute, wir haben auf jeden Fall diese ganzen bösen Villager hier schon mal besiegt. Sehr, sehr wichtig. Jetzt muss ich nur Zaubertränke machen und die ganzen Leute füttern damit. Dann werden sie auch wieder zu Menschen und bleiben keine Schweine mehr wie das da hinten. Ne? Bam!
Oh Gott, das war ein Glücksschuss. Mal gucken und bam! Okay, nochmal bam! Oh mein Gott, ich treffe sogar, aber es ist einfach... Guck mal, der will einfach nicht, dass ich ihn treffe, ne? Alles gut, wir können dich wieder zu Menschen machen. Ich muss nur das Zauberbuch finden, das ist hier irgendwo im Dorf. Also alles in Ordnung. Leute, wir können auf jeden Fall Zaubertränke machen. Ich muss nur das Buch finden, dann mache ich die und dann verwandle ich die alle wieder zurück. Lasst ein Like und auch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und tut mir den Gefallen, checkt unbedingt erstmal diesen beiden Videos aus. Es lohnt sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag und ciao, ciao!